Hallo ihr Lieben, hier ist die Mara von Maras Wunderland und ich bin hier wieder zu Gast bei My Homebook und heute möchte ich einen Küchenhack ausprobieren. Weil ihr kennt das bestimmt, bei ganz vielen Rezepten müssen Eier getrennt werden. Was macht man dann? Man schlägt das Ei auf und dann steht man gefühlt eine halbe Stunde lang da und schüttet das Ei hin und her. Und was passiert dann oft? Das Ei geht kaputt, das Eigelb, wie bei mir hier gerade. Und dann tropft es hier rein und dann kann man es nicht mehr benutzen. Und damit das nicht passiert, habe ich gehört, gibt es einen ganz einfachen Küchentrick. Und das will ich jetzt mal probieren, denn es soll mit einer Plastikflasche funktionieren. Also ich gebe erst das Ei hier rein. So. Nehme die Flasche. Drücke hier drauf. Gehe auf das Eigelb. Lasse los. Und dann saugt das Eigelb ein, was es tatsächlich tut. Und dann gebe ich es einfach in die andere Schüssel. Und das Ei ist getrennt. Sehr clean auch, also hier ist kaum Eiweiß dabei. Das hat richtig gut funktioniert. Finde ich richtig gut. Ich glaube, ich mache das jetzt öfter so, weil dann kann das hier auf jeden Fall nicht passieren. Weitere Hacks zeigen wir euch beim nächsten Mal oder jederzeit auf myhomebook.de.